So, jetzt müsste es laufen. Okay. Hallo Darf ich. Luis. Warte mal, ich höre dich nur leise im Moment. So, jetzt müsste es besser gehen. Hallo, hallo. Ja, super. Super, darf ich anfangen? Ja. Cool. Also, Öffi, wir hatten ja, ich glaube, am Donnerstag einen Chat. Da haben wir darüber gesprochen, was jetzt an dem neuen Chat anders sein wird, in den du mich einfügst. Ich habe das Gefühl, das, worum es mir ging, ist nicht anders. Jetzt würde mich interessieren, habe ich dasselbe verstanden wie in dem Chat, dass sich das ändern wird? Hast du das Gefühl, es hat sich geändert? Wenn nicht, welche Gründe gibt es dafür? Also wie ich schon sagte, ich glaube am 25., als wir telefonierten, ich sehe es als entscheidendes Experiment, dass man eine solche, ich nenne es jetzt mal Spiegelgruppe, ganzheitliche Spiegelgruppe aufmacht, die da, wo es am meisten drauf ankommt, mit den besten Methoden gründlich zu arbeiten versucht. Und ich denke, da gibt es keine bessere Gelegenheit, als jetzt so ein Orga-Team da in Verbindung mit dem Friedenscamp. Und die Leute sind auch prinzipiell, also gerade in der Zusammensetzung, wie das jetzt da in der entscheidenden Kerngruppe ist, in der Orga-Gruppe da vom Friedenscamp am Berliner Dom, sind prinzipiell mit diesen Methoden auch einverstanden. Öffi, können wir das ein bisschen weniger für die Zuschauer machen, sondern du machst einfach deinen Begleittext dazu und genau auf meine Fragen eingehen, bitte? Nee, also ich will schon den Spielraum haben, Ich ein paar Worte dazu zu sagen. So, dann würde ich sagen, überlegen wir nochmal, was wir wirklich wollen und einigen uns dann auf was, was wir beide wollen. Ja, also ich mache es, habt ihr immer gesagt, öffentlich dann so und auch so, dass es da einen Nutzeffekt hat. Und ja, ich kann ja in einem Satz sagen, eine bessere Gelegenheit kriegst du nicht, wenn du die Methoden mit dem wichtigsten Platz auch dafür verbinden willst und dann hat das seinen Sinn in sich. Da gibt es da keinen Grund, zusätzlich irgendwas zu nörgeln, was einem fehlen würde, Okay, sondern die beste Chance, die man kriegen kann, im Leben anzupacken. ja, super. Also habe ich jetzt irgendwie in dem Chat, hat sich irgendwas geändert wie zu davor? Hat sich irgendwas verbessert? Ja, Wie sieht natürlich. Indem die Gruppe jetzt also auch selber sich so zusammengesetzt hat, dass da jetzt keine mehr sind, die ja vielleicht gar nicht so mit diesen Methoden umgehen wollen oder da querschießen, dann eine erkennbar Frage. querschießen. Was? Also ich habe. Anke will nach wie vor nicht mit diesen Methoden umgehen. Ich habe dich so verstanden, wer nicht mit Doch, diesen Anke Methoden. will mit diesen Methoden da umgehen. Okay, davon merke ich nichts. Hast du gelesen, was passiert ist anscheinend? Du hast mir trotzdem was geschrieben in dem Chat, wo ich gesagt habe, ich werde in dem Chat nicht mehr mitlesen. Was ist denn da jetzt seitdem besprochen worden? Will Anke jetzt auf einmal Konflikte lösen? Also für Zukunft sind die Leute alle einverstanden, jetzt das so als Spiegelgruppe zu verstehen, wie ich das beschrieb. Von daher, das kann reichen. Und dann geht es auch nicht darum, die Vergangenheit zu bewältigen, sondern es geht darum, jetzt zu gucken. Seit ich in dem Chat bin, habe ich Konflikte, die ich klären möchte. Das habe ich gesagt. Ist daraus was passiert, dass wir die klären oder wurde irgendwie weiter Nochmal was? eingegriffen? Nochmal was? Was hast du, seit du drin bist? Seit ich in dem Chat bin, habe ich Sachen, die ich mit Anke beleuchten möchte. Das habe ich geschrieben. Das sind aktuelle Sachen. Ich weiß nicht, ob du das überlesen hast oder wieso ich dir das erklären muss. Also ich habe jetzt reingeschrieben, ganz deutlich, hier und jetzt, ab jetzt kann man gucken, was in Verbindung mit diesen Aktivitäten, die da jetzt dran sind und die das Friedenscamp voranbringen können, was da geschieht. Da kann man die Methoden jetzt einfordern, nichts, was ablenkt oder sonst was machen. Doch gemacht. Das habe ich doch gemacht. Dann ist es gut, ich kann auch nochmal gucken, ob du mit einem konkreten, klaren, kurzen Hinweis oder so da jetzt etwas angesprochen hast, wo da nicht drauf eingegangen würde. Bitte, dann mach Das ich mal. lässt sich Das ja ist jetzt relativ doch leicht wahrscheinlich überblicken. Was? selbstverständliche Grundarbeit. Bitte macht das. Macht das in Zukunft bitte, ohne dass ich unzufrieden bin, weil es nicht passiert. Ich meine, für was ist denn der Chat da? Also ich bilde mir ein, da zu gucken und jeder hat jetzt die Möglichkeit. Und ich sage es ja nochmal, das sind unsere Methoden. Wenn jetzt in diesem Chat jemand auf was nicht eingeht, kann man sagen, hier, ich kritisiere jetzt, dass nicht drauf eingegangen wird und möchte, dass das ein Gruppenprozess ist, Ja, bitte, ob danke. meine Kritik berechtigt ist oder nicht. Das habe ich gemacht. Kannst du das bitte dazu Stellung nehmen, ob du das erkennst oder nicht? Und dann diskutieren wir, warum du es nicht erkennst. Okay. Es handelt sich jetzt um den neuen Zweig-Chat da für Orga-Team oder für die gesamten Naja, Orga, nur für alle Zweige. na, den ohne Toni und Philipp. Gut, dann weiß ich Bescheid und guck's mir an.
Du hast es bisher noch nicht angeguckt oder was? Du hast wieder geschrieben, ohne gelesen zu haben. Sowas kann vorkommen, sowas kann vorkommen, ja, und es, also es liegt ja auch an. Die Sache ist die, dass da jetzt eben nicht in Widerspruch zu den Methoden mit Inhalten oder Kritik umgegangen werden darf. Okay, also wäre es denn ein Widerspruch zu den Fakten mit Methoden, wenn wir in einem Chat zum Arbeiten sind und wir schreiben was, ohne was zu lesen? Ist das vielleicht Reden ohne Zuhören? Nee, das hängt davon ab, wie die Situation ist, und wenn jemand eine wichtige Information hat, die auch auf Fäden in dem Chat eingehen oder so, und er schreibt das hin, auch ohne alles andere davor in dem Moment gelesen zu haben, ist das kein grundsätzlicher Widerspruch. Okay, dann lies jetzt bitte den Chat. Das geht auch schnell. Ich habe wenige Beiträge, dazu hat Anke gebombt, schwuppsdiwupps, Klärungssituation da, bis, auf die sie bisher nicht eingegangen ist. Aus meiner Sicht müsste sie jetzt draußen sein, nach deinen Worten. Nee, weil es dann ja den Gruppenprozess gibt. Also da wird ja nicht irgendeiner entscheidet da jetzt, jemand wird rausgeschmissen, sondern die Methoden heißen, dass dann die Frage, ob jemand nach den Methoden drauf eingeht, dass die gestellt wird und von der Gruppe behandelt werden. Also dann und lies so schnell. Nö, ja, ich kann da jetzt mal gucken. Murphy? Ja, ich bin dabei zu gucken. Ich bin eine Minute weg, ja? Ja, kannst du mal. Bis gleich. Ja, bis gleich. Bin wieder da. Ja, schön. Du liest gerade unseren Chat, oder? Ich lese den Friedenscamp Orga, wo Philipp und Toni nicht mit drin sind. Genau.
Ja, habe ich jetzt gelesen. Gut. Du beziehst dich da auf solche Vorwürfe, dass sie nachbohren, dass du immer nachbohren würdest und so weiter. Ja, allerdings ist es auch nicht so, weder dass, wenn jetzt jemand den Eindruck hat, jemand hält da die Methoden nicht ein, dass der einfach rausgeschmissen wird, noch ist es so, dass tatsächlich, und da bist du zu insistierend, Luis, also da muss ich dich darauf hinweisen, wir sind da jetzt in der Gruppe, wo alle sich gegenseitig sehen können. Der naheliegendste Schritt ist nicht, aus der Gruppe rauszugehen, jetzt mit Klärungen. Öffi, natürlich damit gerechnet, wir wären in der Gruppe, wo, wenn einer was schreibt, er auch liest, was geschrieben ist. Wenn du das jetzt so einschätzt, aha, die Anke bisher stimmt, der Luis hat recht, sie verweigert sich dem, was besprochen wurde. Und das wird ihr jetzt als Neuigkeit gegeben, eine Woche später quasi oder was weiß ich, wie viele Tage. Ist ja spannend, wie ihr zusammenarbeitet. Aber dann habe ich dann natürlich mehr Verständnis, als wenn die Situation sich so dargestellt hat wie mir bisher. Nee, also ich meine, du klingst auch jetzt, vielleicht fällt dir das auf. Also komm mal runter von dieser Verbissenheit. Du bist da jetzt in einer Gruppe, wo die Methoden angewendet werden sollen. Ab jetzt. Du kannst sagen, die Äußerungen von Anke enthalten jetzt Aussagen, die du als Konfliktstoff betrachtest und wo du denkst, das muss geklärt werden. Dann ist Genau. aber auch nicht von dir alleine festzulegen, ob per Videocall, sondern auch das sind dann Gruppenprozesse, zumindest Prozesse Genau. unter den Alles klar. Betroffenen, Ja, aber wie du sie das kannst. am besten jetzt machen können. Ja, aber du kannst schon, also Öffi, dass du dich wunderst, dass ich verbissen bin. Also ich meine, ich muss erst mal verstehen, das kann ich immer noch nicht so richtig glauben, dass ich da in einem Chat bin. Der wichtigste Chat jetzt. Hurra, wir haben, dafür bist du nach Berlin gefahren, um diesen Chat zu schaffen. Und dann ist genau das, worum es mir geht. Wenn versuche ich, ja, das wende ich halt an oder natürlich dreht sich dann darum. Und dann kriegst du das nicht mit. Ich habe das Gefühl, jetzt hast du es quasi mitgekriegt. Jetzt kommen die Prozesse theoretisch in Gang, die du Nee, versprochen hast. Wenn du das, vertust dich. nee. Also das, was du jetzt gesagt hast, das habe ich vorher auch gelesen, auch bevor ich das andere geschrieben habe. Ich müsste es nicht. Ich müsste es nicht, weil ab jetzt in dem Chat ist es ja so, dass sogar wenn du meinen würdest, jemand macht jetzt was verkehrt, also liest das nicht ausreichend gründlich oder rechtzeitig, könntest du diese Kritik mit kurzem, konkreten Hinweis, könntest du, ich finde jetzt hier einen Methodenwiderspruch, in dem der Öffi nicht schnell genug das gelesen hat oder nicht, bevor er das nächste geschrieben hat. Kannst du da alles sagen? Und dann kann man überlegen, wie macht man daraus jetzt einen Gruppenklärungsprozess, einen Beurteilungsprozess am Ende auch der Gruppe? Du hast bisher alles gelesen und du findest, dass meine Einschätzung falsch ist bezüglich Anke. Ja, und es ist so, es geht ja vor allem um die Vorgehensweise. Also du bist da zu insistierend, wenn du jetzt zum Beispiel wieder sagst, das müssen wir jetzt auf die und die Weise klären. Du Naja, kannst gut, aber sagen, schau mal, ja. Anke könnte doch sagen, lieber Luis, selbstverständlich bin ich ab jetzt bereit, deswegen existiert dieser Chat. Ich habe allerdings aus diesen und jenen Gründen mit dieser und jener Methode Vorbehalte und schlage diese und jene Methode vor. Was aber stattdessen passiert ist, es geht genauso weiter wie früher, als gäbe es den Chat nicht mit den Abmachungen. Nee, und sogar wenn es so wäre, alle sehen sich jetzt gegenseitig und man hat die Möglichkeit zu sagen, hier, ich sehe da einen Methodenwiderspruch, das ist jetzt eine gemeinsame Sichtfläche, auf der sich das Geschehen bewegt. Okay, aber mal kurz, ich meine, das ist doch früher auch immer so. Wir haben uns alle Nein. gegenseitig gesehen, doch. Wo Gut, nicht? okay. Dann sag erst eins. Also, wir haben uns alle gegenseitig gesehen. Ich hatte das Gefühl, ach, ich möchte was klären. Ach, es passiert nicht. Ach, ich soll niemand auf den Füßen rumtrampeln. Worte, Worte. Jetzt hast du mich in den Chat geholt, aus meiner Sicht, mit der Garantie, dass genau das anders ist, beziehungsweise dass Leute, die sich nicht deswegen zusammenfinden, halt nicht mitmachen. Das trifft dann scheinbar auf Toni und Philipp zu und auf Gela, Quatsch, auf Anke nicht. Nee, also der Unterschied zu vorher war, und das ist ja klar erkennbar, wäre es so gewesen, dann wäre es ja so gelaufen. Also in Berlin haben die Leute weder in ihrem konkreten Gruppenverhalten oder Gruppen zurechtkommen, es hingekriegt. Berliner jucken mich nicht. Ich gehe von den Schenkern aus, die große Töne haben oder halt Schenker-Bewegungsleute und das nicht umsetzen. Ja, Ich sehe den also Unterschied. es hat einen Bezug zu Berlin. Da ist diese Experimentalfläche jetzt entstanden. Deshalb steht da Friedenscamp Orga drüber. Ne? Das kann einem auch nicht entgehen, wenn man sich's anschaut. Und Ja das ist und? eine besondere Gelegenheit. Lass mich mal auch sagen, das ist eine besondere Gelegenheit, weil bisher haben wir in Schenker-Bewegung es so, dass die Schenker verbindlich gemacht werden können mit diesen Methoden. Die Verbündeten finden die gut.
Aber da sind wir immer noch recht großzügig gewesen, wie streng sie die dann eben angewendet haben. So, jetzt haben wir eine Gruppe bei einer ganz konkreten Stelle, nämlich da in dieser Friedenscamp Orga, verknüpft sowohl mit praktischem Handeln, also die haben auch einen Druck, sozusagen Dinge zu klären, damit das praktische Handeln auch möglichst gut gelingen kann. Und diese Gruppe sagt jetzt, wir haben, also jetzt, ich sage das in meinen Worten, wir haben die Nase so voll von diesen Kommunikationsproblemen, diesen immer wieder entgleisenden Beleidigungen, fehlenden Klärungen und so weiter. Wir wollen hier in dieser Gruppe jetzt auch wirklich diese klare Kommunikation und Klärungskultur vormachen oder unter uns praktizieren. Das ist in dieser Klarheit und Deutlichkeit vorher nicht geschehen. Die Verbündeten wären nicht von alleine dazu verpflichtet und sie haben es bisher nie so sich vorgenommen. Okay, toll. Ich sehe einen kleinen Unterschied. Dann, wie kommen wir jetzt vom Lippenbekenntnis zur Umsetzung? Kannst du nachvollziehen, dass ich da das Gefühl habe, da hapert es noch? Die Ungeduld kann ich nicht verstehen und du solltest den Blick öffnen jetzt für die Vielfältigkeit der Anwendungsmethoden. Und das Naheliegendste immer erstmal. Also ich würde dann jetzt sagen, also ich kann dir das ja nur als Tipp geben, du bist ja auch völlig frei, aber ich würde dann hingehen und würde sagen, hey Leute, ich habe jetzt die Gruppe hier so verstanden, dass hier Konfliktstoff nicht einfach unbearbeitet dann, ja, was weiß ich, beiseite geschoben wird, gärende Stellen einfach offen gelassen werden und so weiter. Ich sehe den Konfliktstoff da und da. Ich möchte mit, jetzt in dem Fall, wenn du sagst Anke, ich möchte mit der lieben Anke da jetzt eine Klärung durchführen. Ich möchte hier in der Gruppe klären, mit welcher Methode. Ich möchte, dass die anderen es sehen, wenn sie auch nicht dabei sind, also wenn es ausgelagert wird, dass die anderen das aber so mitverfolgen können, dass jetzt hier der Anspruch wirklich auch sichtbar und prüfbar wird, ob wir nach den Methoden konsequent handeln. Okay, danke. Also aus meiner Sicht klingt das jetzt so, das Einzige, was ich anders gemacht habe, ist, dass ich auf den Videocall hingewiesen habe, so als ob Du es hast die den einzige. Kontext nicht so ins Bewusstsein gestellt. Also, und das halte ich für wichtig. Das ist jetzt nicht ein Fehler nur von dir. Ich halte es für einen Fehler insgesamt, dass, und das weißt du aber auch, dass sogar da, wo man sich gute Vorsätze nimmt, auch als Gruppe, es aus dem Bewusstsein leicht wieder rausrutschen kann. Das heißt, es ist wichtig, da zu sagen, mit welchem Anspruch und mit welchem Kontext, mit dem Rahmenkontext, man da verfahren will. Ja, ich lese jetzt auch noch mal nach. Ich denke nämlich, dass ich das schon gemacht habe. Meine ersten Beiträge, bei denen ich gleich bin. Aber ist ja wurscht. Ich meine, letzten Endes können wir das jetzt auch zwischen uns klären. Angeblich ist es ja das. Warte mal, da ist eine unerkennbare Nummer, die versucht mich anzurufen. Ich höre sowieso nichts in der Zeit. Ich gehe mal eben kurz dran, wimmel ab dann, okay? Ja. Warte mal, also mein Telefon spielt dann schon.